Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Ich habe einige E-Mails bekommen, da wurde ich gefragt, ob ich mal ein bisschen was zum Obertransportfuß sagen kann. Einige von euch kennen den Obertransportfuß noch nicht. Und deshalb sitze ich hier heute an meiner Nähmaschine und versuche euch mal ein bisschen was über den Obertransportfuß zu erzählen. Bedenkt, ich habe keinen Kameramann, ich muss mein Video alleine drehen, ich hoffe, ihr könnt hier alles erkennen und ich bin auch keine ausgebildete Schneiderin, was ich euch erzähle, das habe ich alles so im Laufe der Jahre an Erfahrungen gesammelt. Dies ist mein Obertransportfuß. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, manchmal wird er auch doppelter Transportfuß genannt oder auch wandernder Fuß. Der Obertransportfuß hat hier so kleine Kunststoffzähnchen und mit diesen Kunststoffzähnchen wird der Stoff von oben transportiert. Die Nähmaschine hat ja hier unten so kleine Zähnchen. Da wird der Stoff immer nur von unten transportiert. Und wenn man jetzt den Obertransportfuß hier anschraubt, dann wird der Stoff von unten und von oben transportiert. Es gibt verschiedene Obertransportfüße. Es gibt einen geschlossenen und einen offenen. Ich habe hier einen offenen Obertransportfuß. Da ist das hier vorne offen. Das ist sehr praktisch beim Quilten. Dann kann ich immer genau sehen, wenn ich in der Naht quilten will, dass ich auch immer genau die Naht treffe. Den Obertransportfuß kann man nicht nur sehr gut zum Quilten nehmen, also allgemein nimmt man den Obertransportfuß, wenn man mehrere Lagen Stoff oder Stoff und Vlies zusammennähen will. Man kann den Obertransportfuß auch sehr gut gebrauchen, wenn man zum Beispiel mit Kunstfell näht oder mit Velour oder Jersey oder Plüsch oder auch Wachstuch. Und ich zeige euch das heute mal einmal an einem Beispiel mit Wachstuch und dann habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet, wenn man quilten will oder mehrere Stofflagen zusammensteppen will. Den Obertransportfuß kann ich noch mal einmal zur Seite legen und ich zeige euch das jetzt einmal am Beispiel vom Wachstuch. Wenn man Wachstuch zusammennäht, dann hat man ja normalerweise das Wachstuch rechts auf rechts liegen, sodass beide linken Seiten außen liegen, so wie hier. Und wenn man das dann näht, am besten mit einem etwas größeren Stich, Stichlänge 3 habe ich jetzt hier eingestellt, dann geht das ganz gut mit dem normalen Nähfüßchen. Also das Wachstuch rechts auf rechts, wenn man beide linken Seiten außen hat, das kann man ja sehr gut mit dem normalen Nähfüßchen nähen. Aber wenn man jetzt Wachstuch nähen will und hat beide rechten Seiten außen, dann wird das mit dem normalen Nähfuß schon etwas schwieriger. Dann kann sich das Wachstuch nämlich ganz leicht verschieben. Also jetzt knicke ich das mal so, dass beide Innenseiten innen sind und beide Außenseiten sind außen. Also unten ist Außenstoff und oben auch. Wenn ich das jetzt nähen will, das schafft die Nähmaschine auch mit einem etwas größeren Stich. Aber oft verschiebt sich das dann. Also hier hat sich jetzt nur ein ganz bisschen verschoben und dann hat man das Ganze schräg zusammengenäht. Bei so einer kurzen Naht klappt das noch ganz gut mit dem normalen Nähfüßchen, aber wenn man eine längere Naht nähen will, dann verschiebt sich das oft. Oder die Stiche sehen auch nicht so gut aus. Ähnlich verhält es sich jetzt, wenn man mehrere Stofflagen zusammennäht. Also ich habe hier Oberstoff, ein dickes Vlies und auf der Rückseite auch nochmal Stoff. Wenn man das mit dem normalen Nähfüßchen nähen will, das geht nicht so gut. Da verschiebt sich der Stoff meistens nach unten und er wird nicht richtig transportiert und man hat auch oft unregelmäßige Stiche.
sieht man schon hier, dass das Ganze ein bisschen gewellt ist, also das sieht nicht so gut aus. Wenn ich so quilten würde, dann würde ich mich ärgern, dann hätte ich die ganze Arbeit umsonst gemacht. Oder wenn man mal eine Tasche nähen will und will da auch Vlies mit reinnähen und will das noch ein paar Mal durchsteppen und hat dann solche gebogenen Nähte, weil der Stoff nicht richtig transportiert wurde, das sieht nicht gut aus. Deshalb nähe ich ganz gerne mit dem Obertransportfuß. Jetzt habe ich ja hier das normale Nähmaschinenfüßchen an meiner Nähmaschine. Das muss natürlich ab. Da drücke ich hier hinten auf den Knopf, das Füßchen fällt runter und ich kann es an die Seite legen. Hier an der Seite hat man ja so eine Schraube, die heißt bei meiner Nähmaschine Einstellrad. Und mit dem Einstellrad, und wenn ich das Einstellrad hier losschraube, dann fällt der Sohlenhalter runter. Der Sohlenhalter, das ist dieses kleine Teil, da wird das normale Nähmaschinenfüßchen oder Stickfuß oder Reißverschlussfuß, was man so hat, mit festgemacht. Also diesen Sohlenhalter brauche ich jetzt nicht, den kann ich an die Seite legen und dann habe ich hier also meinen Obertransportfuß. Der Obertransportfuß hat hier an der Seite so ein Teil, so einen Arm. Wenn ich den Obertransportfuß hier an der Nähmaschine mit meiner Schraube festschraube, dann muss ich darauf achten, dass dieser Arm hier oben auf der Nadelklemmschraube liegt. Die Nadelklemmschraube, das ist die Schraube, die man festzieht, wenn man eine neue Nadel reinsetzt. Dann hat der Obertransportfuß hier so eine Halterung und die Halterung, die setze ich hier an und schraube das dann mit meiner Schraube fest. Dabei lege ich diesen Arm hier oben auf die Einstellschraube. Und dann schraube ich das hier fest. Jetzt habe ich den Obertransportfuß hier festgeschraubt und der Arm liegt hier oben auf der Einstellschraube. Das ist ganz wichtig, da muss man drauf achten. Und wenn man mit dem Obertransportfuß näht, dann muss man auch zwischendurch immer mal gucken, ob sich diese Schraube etwas gelöst hat und auch die Nadelklemmschraube. Also ab und zu mal gucken, dass man diese Schraube nachzieht und die Nadelklemmschraube auch wieder ein bisschen festdreht. Sonst näht man und dann liegt irgendwann die Nadel unten, kann dann abbrechen. Jetzt habe ich hier nochmal Wachstuch, das knicke ich wieder so, dass beide rechten Seiten innen sind. Also das hat ja eben gut geklappt mit den normalen Nähfüßchen. Aber ich finde, mit dem Obertransportfuß geht das viel einfacher. Da kann ich jetzt einfach so nähen und muss nur immer ein bisschen gucken, dass diese Schraube und diese Schraube fest bleiben. Wenn ich das so mit dem Obertransportfuß nähe, dann habe ich von der Oberseite hier ein schönes Stichbild und von der Unterseite sehen die Stiche genauso gut aus. Mit dem normalen Nähfüßchen hat man die Stiche manchmal unregelmäßig. Also dann wird auch das Wachstuch nicht richtig transportiert, weil das so ein bisschen haftet an dem Nähmaschinenfuß, an dem normalen Fuß. Und wenn ich jetzt nochmal andersrum nähen will, also dass ich beide zweimal Außenseite habe zum Nähen, also unten Außenseite und oben Außenseite, kann ich das auch wieder so hier reinlegen, Füßchen runter und dann einfach nähen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so genau sehen kann, aber die Stiche sind alle ganz gleichmäßig auf der Vorderseite und auf der Rückseite auch.
Also soweit ich weiß oder ich das auch gebrauche, brauche ich das selten, wenn ich was nähe, dass beide Außenseiten des Wachstuches außen sind. Also eigentlich hat man das ja eher so wie hier gezeigt, dass man die Innenseiten nach außen hat, also dass man die Stoffe rechts auf rechts legt und das dann so näht. Aber hier, wie ich es hier genäht habe mit dem Obertransportfuß, beide Wachstuchhälften rechts auf rechts gelegt, hat sehr schön genäht mit dem Obertransportfuß, geht ganz einfach, hakt nichts und Stichbild auf der Vorderseite und auf der Rückseite wunderbar. Jetzt benutze ich meinen Obertransportfuß schon jahrelang und ich habe das so gelernt, sage ich mal, dass man mit dem Obertransportfuß nicht rückwärts nähen soll. Ich habe mich jetzt extra nochmal erkundigt bei einem Nähmaschinenhändler, ob man mit dem Obertransportfuß rückwärts nähen darf. Normalerweise soll man mit dem Obertransportfuß nicht rückwärts nähen, aber man darf 2-3 Stiche zum Verriegeln mit dem Obertransportfuß rückwärts nähen. Also nicht eine ganze Naht rückwärts nähen mit dem Obertransportfuß, das verträgt er nicht, aber so 2-3 Stiche zum Verriegeln darf man mit dem Obertransportfuß nähen. Jetzt nochmal hier, was ich hier so ein bisschen wie so ein Quilt angedeutet habe. Oben Stoff, unten Stoff, dickes Vlies in der Mitte. Wenn man das quilten will, ist das mit dem normalen Nähmaschinenfüßchen schwer, aber hier mit dem Obertransportfuß geht das ganz einfach, obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt die normale Nähnadel hier drin. Normalerweise, wenn ich was quilte, dann habe ich immer extra Nähnadeln. Die heißen Steppnadeln oder Quiltingnadeln. Also ich habe jetzt hier eigentlich nicht die richtige Nadel drin. Die zum Quilten, die Nadeln, die sind immer noch ein bisschen spitzer unten. Aber mit dieser so ein kurzes Stück kann ich euch da jetzt auch eben zeigen. Also Nadel runter machen. Wieder darauf achten, dass hier dieser Arm von dem Obertransportfuß, dass der hier auf der Schraube liegt. Die Schraube nochmal kontrollieren, sitzt fest. Hier das Einstellrad auch nochmal kontrollieren, sitzt auch fest. Und dann kann man das so ganz einfach nähen. Nicht so schnell nähen, schön langsam nähen. Und dann kann man da so auch solche dicken Lagen mitsteppen. Bei Plüsch habe ich das auch schon ausprobiert mit dem Obertransportfuß. Das geht auch gut. Also ich brauche den oft, vor allen Dingen beim Quilten. Und wie gesagt, wenn ich mit Wachstuch nähe, nehme ich den auch oft, den Fuß. Also da sieht man schon, diese Naht, dass die gar nicht so gebogen ist, wie diese Naht, die ich mit dem normalen Nähfüßchen genäht habe. Manchmal, wenn man so bisschen was Dickeres näht, dann muss man den Nähfußdruck noch ein bisschen verringern. Also an meiner Nähmaschine ist der Nähfußdruck vom Werk her auf 3 eingestellt und ich komme mit dem Eingestellten meistens ganz gut zurecht. Also das ist ganz selten, dass ich den Nähfußdruck mal verringern muss. Aber es wird so gesagt, dass man den Nähfußdruck manchmal ein bisschen verringern soll. Also noch einmal kurz zusammengefasst, den Obertransportfuß kann man sehr gut verwenden, wenn man mehrere Stofflagen vernähen will, zum Beispiel beim Quilten, um dann das Verschieben des Stoffes zu verhindern. Oder der Obertransportfuß ist auch sehr gut geeignet für so klebrige Stoffe, wie zum Beispiel das Wachstuch, weil das gerne am Nähfüßchen so ein bisschen haftet. Dafür kann man den Obertransportfuß auch gut nehmen oder eben für Kunstfell, Jersey, Plüsch, Velour, Leder. Dafür eignet sich der Obertransportfuß auch. Immer dran denken, keine langen Strecken damit zurücknähen, nur so 2-3 Stiche zum Verriegeln. Immer darauf achten, dass die Nadelklemmschraube und dieses kleine Einstellrad, dass das alles fest ist. Dann kann man also sehr gut mit dem Obertransportfuß nähen. Mein Obertransportfuß war damals schon im Grundpaket mit dabei, als ich meine Nähmaschine gekauft habe. Aber ich habe mal im Internet geguckt. Es gibt also, ich würde mal sagen, für fast alle Nähmaschinen einen Obertransportfuß nachzukaufen.
Ist nicht ganz billig, aber ich finde, die Anschaffung lohnt sich, für mich jedenfalls, aber das muss jeder von euch für sich entscheiden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, dass ich euch den Obertransportfuß mal gezeigt habe und da könnt ihr ja überlegen, ob sich das lohnt für euch, sich so einen Obertransportfuß zu kaufen. Wie gesagt, er ist nicht ganz billig, aber ich finde ihn sehr praktisch. Danke fürs Zuschauen, für euer Interesse und wenn ihr schon Erfahrungen mit dem Obertransportfuß gemacht habt, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, dann kann ich noch ein bisschen was lernen und ihr als meine Zuschauer auch, weil jede weiß ja noch wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes, dann ist das gut, wenn man sich auch ein bisschen austauschen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.